Hallo und herzlich willkommen bei der Hundeschule Willenskraft und Akademie. Ich bin die Bianca Oriana Willen und freue mich, euch heute zum allerersten Expertinnen-Short-Talk begrüßen zu dürfen. Mit zu Gast bei mir ist heute die Biologin Rebecca Bauer. Herzlich willkommen. Hallo Bianca. Hallo Rebecca. Magst du uns vielleicht kurz mal erzählen, also ich weiß von dir ein paar Sachen, du hast auf der Uni Wien studiert, aber wo liegen denn deine Spezialisierungen und warum genau reden wir über Hunde? Also ich habe Biologie studiert, habe mich dann in meinem Master auf Verhaltens-, Neuro- und Kognitionsbiologie spezialisiert. Diesen Studiengang mache ich an der Uni Wien. Und da habe ich mich mit aktuellen Problemen der Mensch-Tier-Beziehungen beschäftigt, aber natürlich auch damit, wie Gehirne lernen, also Kognitionsbiologie, wie Gehirne aufgebaut sind und wie gelerntes eben auch in Verhalten übersetzt wird und das auch bis zur molekularen Ebene. Also, ja. Und dabei liegen mir halt vor allem Wölfe und Hunde am Herzen und ich habe da auch einige Seminare belegt in die Richtung, unter anderem bei Kurt Kottruschal. Und ja, da hab ich einiges gelernt darüber. Super, der ja mit seinem Wolfsforschungszentrum in Österreich ein tolles Zeichen auch gesetzt hat, wo auf der einen Seite die Wölfe oder Wolfsrudel beobachtet oder auch Studien mit denen durchgeführt werden, ganz gezielt, und auf der anderen Seite der Haushund. Das heißt, hier haben wir spannende Erkenntnisse natürlich und die sind auch für uns Hundetrainer sehr spannend mit einzubeziehen. Wir sind aber gar nicht jetzt mit dem Thema heute eigentlich hier, sondern wir haben uns heute ein anderes Thema rausgesucht, das auch aktuell ist, häufig diskutiert ist. Und zwar geht es um Qualzucht bei Hunden. Qualzucht betrifft nicht nur Hunde, auch andere Tiere, aber dadurch, dass ich die Hundeschule Willenskraft führe und mich vor allem Hunde interessieren, haben wir gesagt, und es ja ein Expertinnen-Short-Talks werden soll, haben wir gesagt, wir belassen es bei Hunden und da gibt es genug zu reden. Richtig, Rebecca? Das ist allerdings richtig, ja. Genau. Und ich meine, wir können damit anfangen, dass wir uns überhaupt mal anschauen, was ist Qualzucht? Ich glaube, viele Menschen, die an Qualzucht denken oder wissen oder sind halt aktuell auch immer die platschnäuzigen Hunde im Gespräch. Natürlich, darüber können wir sprechen, aber es gibt auch andere Hunderassen, die von Qualzucht betroffen sind. Und es gibt auch weiterhin oder um das Band weiter zu spannen, auch Qualzucht bedeutet auch, wenn Hunde beispielsweise in ganz niederträchtigen Verhältnissen aufwachsen, Hinterhof, nicht saubere Verhältnisse etc. Wo wollen wir denn überhaupt starten? Ja, ich würde voll gerne auch mal nicht nur die Platzschnauzen ansprechen, sondern ich würde auch gerne Hunde ansprechen, die so gezüchtet werden, dass eben bestimmte Körper- und Wesensmerkmale dabei rauskommen, aber ja, wo die Gesundheit dann leider oft vernachlässigt wird oder gesagt wird, okay, wenn der Hund jetzt ein bisschen taub ist, dann ist es halt ein Kollateralschaden halt so von der Zucht. Wie kommt zum Beispiel das mit Taubheit, also über welchen Hunden kann ich das denn beobachten oder wie kommt das zustande mit der Taubheit? Ja, also wir kennen ja alle Dalmatiner zum Beispiel und ich glaube, die meisten Leute wissen auch, dass Dalmatiner zur Taubheit neigen, je weißer sie denn sind. Und es ist aktuell so, dass von den Zuchtverbänden werden ungefähr 10% Ausschuss akzeptiert. Also bis zu 10% der Dalmatiner kommen mit einer ein- oder beidseitigen Taubheit zur Welt. Und das liegt halt eben an diesem Gen, das zuständig ist für die weiße Fellfarbe, weil das ist auch es ist eine Komorbidität sozusagen, weil diese weiße Fellfarbe ist per se jetzt mal nicht natürlich. Also weißen Wolf, ja, Albino-Wolf, aber sonst gibt es halt keinen. Genau. Und aber dieses
Ja, das mit dem Farbschlag, da haben wir auch bei den Merle-Hunden haben wir das Problem. Also Echt? Merle-Hunde sind zum Beispiel die Australian Shepherds, die so rot gescheckt sind, Ja. schwarz-grau gescheckt sind. Und in den letzten Jahren, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Bianca, aber wir finden Merle-Hunde, die einen immer höheren Weißanteil haben, weil es von Menschen als schön angesehen wird. Das Aber heißt, das ist kannst du dann das ein bestätigen? Zuchtziel, oder? Kannst du das bestätigen, dass du immer mehr Merle-Hunde hast und dass die auch immer heller werden? Also können wir sagen, ob sie heller wären, müsste ich direkt nochmal draufschauen. Aber es ist sehr beliebt, dass die Hunde vermehrt auf diese Merle-Hunde stehen, ja, und die dann auch sich nach Hause holen. Das kann ich bestätigen. Mit dem Weißanteil müsste ich mir tatsächlich mal nochmal genauer anschauen. Aber Achte ist mal drauf, spannend. ja. Achte mal drauf, Ja. weil Weiß wird von Menschen immer als sympathisch und nett und so wahrgenommen, während wissen wir ja auch, dass gerade in den Ja. Tierheimen sehr viele schwarze Hunde hocken, während halt schwarze Hunde oder dunkle Muster halt sozusagen als ja unsympathisch angesehen werden. Und es gibt halt leider wirklich Studien, die belegen, dass diese Merle-Hunde ein signifikant erhöhtes Risiko haben, dafür also halb einseitig oder beidseitig taub zur Welt zu kommen oder blind zur Welt zu kommen oder Probleme mit dem Gleichgewicht zu haben. Und es gibt auch eine Studie, die uns zeigt, dass nicht nur, also ich meine, die Merle-Hunde werden, das gibt es ja nicht nur bei Australian Shepherds, es gibt ja auch diese Tiger-Schecken bei Dackel oder Doggen. Es ist genau dasselbe Gen, das für diese Fellfarbe verantwortlich ist. Und ja, leider ist es halt dann auch so, dass nicht nur die Hunde, die homozygot, also ich möchte jetzt nicht näher auf Genetik eingehen, aber wenn Ja. man Merle mit Merle verpaart, Ja. dann ist es, das ist ja auch verboten. Dann ist es ganz sicher, dass wir taube und blinde Welpen bekommen. Aber ich meine, wenn man zwei Merle-Hunde miteinander verpaart und taube und blinde Welpen rauskommen, wissen wir ja eigentlich, dass die Elterntiere auch schon dafür veranlagt sind. Und diese Hunde werden von den Zuchtverbänden als gesund verkauft, wobei wir auch bei diesen Hunden teilweise 30% Hörverschlechterung haben, Sehverschlechterung haben. Wir haben Ja. verlaufende Pupille. Sieht man Richtig. auch oft bei Ja. Merle-Hunden, die von seriösen Züchtern stammen. Habe Und ich, das ja. darf in meinen Augen einfach nicht sein, dass man Hunde züchtet, wo man schon weiß, okay, ist möglicherweise wird der Hund niemals so gut balancieren können oder schwimmen können wie ein anderer Hund. Und dass man diese Hunde dann züchtet, weil man diese Fellfarbe so schön findet. Also finde ich ganz traurig. Könnten wir da gleich zu einem nächsten Punkt überspringen, weil du eben Zuchtverbände ansprichst und auf der anderen Seite, also was gezüchtet wird. Und ich meine, wir haben durchaus Tierärzte, Biologen und so weiter. Uns ist ja diese Thematik bewusst. Jetzt stellt sich ja schon irgendwo die Frage, hey, wenn wir das wissen und jetzt, okay, wir haben über Weißfaktor, Merle-Faktor, wir haben die Kurzschnäuzigen, wir können auch noch den Schäferhund mit der Hüfte, die Den kleinen Hunde Dackel. etc. Die Liste ist lang. Jetzt, wenn wir das wissen, für mich stellt sich halt die Frage, warum gibt es dann die Hunderassen? Warum werden die dann noch so gezüchtet? Und so ein Ding, das mir aufpoppt, ist, wir bräuchten halt tatsächlich auch unabhängige Tierärzte, die hier in der Gesetzgebung, im Tierschutzgesetz hier was zu sagen hätten. Weil wir leben im 21. Jahrhundert. Ich meine, es kann ja eigentlich nicht sein. Und diese Themen, die angesprochen werden, die sind gravierend. Das sind große Einschränkungen für einen Hund. Für das Leben Ja, von dem und Hund ich und finde auch auch eben, Lebensqualität. dass bei jedem Zuchtverband muss, also da müssen Tierärzte müssen Rassestandards festlegen, nicht Züchter. Und es darf nicht ums Aussehen primär gehen. Das ist auch sowas, was sich verändert hat. Warum geht es ums Aussehen auf Aber ich einmal? glaube, Ich das meine. können wir nicht verhindern, Bianca, weil der Mensch einfach so gestrickt ist. Also wenn du dir die Bedürfnispyramide mal anschaust für Menschen, ist, wenn der Mensch quasi alle Grundbedürfnisse von ihm gesichert sind, dann kommen wir irgendwann zur Ästhetik.
zu ästhetischen Ansprüchen. Das sehen wir bei Leuten, die sich kaputt operieren lassen, aber das sehen wir eben auch bei Leuten, die sich vermeintlich schöne Hunde holen, oft eben mit diesem Kindchenschema. Ja, ja. Wo wir Menschen ja auch hormonell drauf anspringen. Also, kannst du es kurz erklären, damit für Leute, die es vielleicht nicht wissen, was ist dieses Kindchenschema oder was ist damit gemeint denn? Ja, Kindchenschema ist immer, also Verhältnis von Augen und Ohren zur Kopfgröße, also große Augen, große Ohren, vielleicht ein süßes, kleines, faltiges Gesicht, halt diese Platzschnauzen, haben ja diese kurze Nase und das sieht halt dann süß aus und wir Menschen springen darauf hormonell tatsächlich auch an und deswegen, ja, lassen wir es da halt vielleicht von unseren Emotionen leiten, anstatt sich mal Gedanken darüber zu machen, ob man mit so einer süßen Schnauze dann auch noch atmen kann. Ja, und das sind natürlich gravierende Themen, die da sind, weil ich meine, jetzt stellt man sich mal vor, ich erwähne hier nochmal dieses Experiment, das Tierärzte ins Leben gerufen hatten mit dem Strohhalm, wo die Nase zuklemmen und dann eben ein Statement setzen wollten zum Punkt, wie kann so ein Hund atmen. Und jetzt mach das mal, probier das selber aus zu Hause und dann setz dich noch in die Sonne und hab ein bisschen Spaß dabei und lauf rum und dann schauen wir mal, wie viel Luft du kriegst. Ne? Und ich meine, das ist dann einfach nicht mehr lustig und es ist dann, ich finde, und deswegen, das ist ja der Punkt, es geht nicht nur um die Ästhetik, es geht vor allem darum, dass wir gesunde Hunde, wenn wir schon züchten, dass wir die gesunde Hunde züchten. Ja? Ja, und ich finde auch eben, dass Gesundheit nicht von diesen Leuten festgesetzt werden sollte, die Geld an diesen Welpen verdienen. Denn diese Rassestandards werden eben von den Zuchtverbänden festgesetzt. Und klar schaut da mal ein Tierarzt drüber, aber ja, wir wissen alle, dass es diese Rassen gibt. Man kann bei einem Zuchtverband französische Bulldoggen kaufen oder beziehungsweise einen Kontakt für einen Züchter bekommen, der diese Hunde züchtet, für Möpse auch. Zum Beispiel ist laut dem VDH, ist ein Mops, der 15 Minuten am Stück mit 4 bis 8 km/h, was übrigens Schrittgeschwindigkeit ist, laufen kann, ohne dabei krankhafte Atemgeräusche zu entwickeln. Das ist ein gesunder Mops. Wo dir jeder Tierarzt unterschreiben würde, dass das kein gesunder Hund ist. Schaut man auch mal in Kliniken, jetzt zum Beispiel auch in München, glaube ich, gibt es so eine Klinik, wie hat sich das entwickelt, auch wie viele Patienten die haben, die wirklich operativ wieder in Ordnung gebracht werden müssen, damit die überhaupt leben können, anständig und atmen können, ja. Also ich meine, überall steckt Geld dahinter, aber das sind dann notwendige Sachen. Der Hund, der ist gezüchtet worden, der ist da, der kriegt kaum Luft. Wie du sagst, wenn der zu Fuß im Schritt unterwegs ist, dann müssen dann die Leute, die die Hunde haben, ja oftmals dann auch dementsprechend Unterstützung leisten. Und das geht eins, Geld. Manche Leute können sich das selbstverständlich leisten. Manche haben das nicht auf dem Schirm, wenn sie sich so einen Hund nach Hause holen. Ja, ist die Frage, was da passiert. Na, aber es gibt vielleicht dann Gott sei Dank ja auch noch Leute, die sich, ich meine, diese Hunde überfordern dann ihre Besitzer teilweise mit ihren Verhaltensproblemen oder auch mit den Kosten. Die landen im Tierheim und ich bin froh, dass es dann aber auch immer noch Liebhaber dieser Rasse gibt und die sagen, okay, ich weiß, der hat Probleme, ich hole mir trotzdem diesen Hund aus dem Tierschutz. Und es gibt diese Hunde eben und deswegen müssen wir halt darauf achten, dass, wenn es diese Hunde denn schon gibt, was ja eigentlich eine Perversion ist, dass wir ihnen wenigstens eine gute Sozialisierung zukommen lassen, dass der Hund regelmäßig Kontrollen beim Tierarzt hat, dass eben so eine Operation dann auch durchgeführt wird, wenn der Hund nicht atmen kann. Und das sind Kosten, die darauf einzukommen. Ja, und man kann eigentlich solchen Leuten nur empfehlen, die eine Qualzucht zu Hause haben, zu versuchen, eine Krankenversicherung zu bekommen, was wiederum auch nicht so einfach ist oder teilweise eben dann mit horrenden Beiträgen verbunden ist. Ich meine, jetzt sprechen wir mal darüber, wenn wir vielleicht in Europa ein bisschen in unsere Nachbarländer schauen, da haben wir letztes Jahr spannende Ereignisse gehabt, unter anderem von Norwegen. Da wurde die englische Bulldogge und der King Charles Kavalierspaniel, da wurde ein Verbot ausgeschrieben zur Züchtung.
Das ist genau das, was wir brauchen. Also bisher ist es im österreichischen Tierschutzgesetz eben so, dass keine konkreten Rassen verboten sind. Wenn wir konkrete Rasseverbote hätten, dann hätten die Veterinärämter auch einen ganz anderen Handlungsspielraum. Oder dann bräuchten wir eventuell die Veterinärämter gar nicht, um sich die Lage vor Ort anzuschauen, sondern man weiß, diese Rasse ist verboten. Und das mit Grund. Aber bisher haben wir halt nur Symptomatiken aufgelistet, wie Taubheit, Blindheit, hervorstehende Augen. Es ist nicht näher definiert. Also wie weit müssen die Augen denn herausstehen, dass sie als herausstehend gelten? Kann ja eh manchmal raus auch, ne? So ein Auge dann. Also, ja, deswegen ist ja auch, also finde ich das sehr vorbildlich, dass Norwegen zum Beispiel die King Charles Spaniel, Kavalier King Charles Spaniel verboten hat. Aber das ist halt jetzt der erste Schritt, das sind zwei Rassen. Aber wir sprechen ja von einer ellenlangen Liste. Mhm. 5 von 10 Hunden, die aktuell die beliebtesten Hunde in Deutschland sind, weisen Merkmale der Qualzucht auf. Und da geht es eben nicht nur um die Platzschnauzen, sondern da geht es auch um Hunde, denen abnorme Körperproportionen angezüchtet wurden. Extrem kurze Beine wie beim Dackel, diese schräge Hüfte vom Schäferhund, Zwergrassen, extrem flauschige Rassen, die, na natürlich, es wird immer heißer hier in Europa, also die liegen im Sommer eigentlich nur auf dem Fliesenboden mit dem Bauch. Ja, es geht immer alles in Richtung Extrem. Ne? Richtig. Also und die Frage ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen, weil wir haben angesprochen, hier in Norwegen wurde ein Verbot ausgesprochen. Was kann denn auch, ich meine, also A finde ich auch, du hast schon angesprochen, es sollten unabhängige Tierärzte sein, die Rassestandards festlegen, ja. Was kann denn ich als Mensch auch, ich meine, ich will jetzt einen Hund, auf was kann ich da bitte achten und auf was sollte ich achten? Also auch, ich will noch mal so ein bisschen Corona rein und wir hatten Engpässe, jeder wollte den Hund nach Hause holen, ja, die Leute waren zu Hause und so weiter, das war ein regelrechter Boom. Wenn es bei uns nicht gab, sind die auch ins Nachbarland ausgewichen, um sich dort was zu holen, wo wir vielleicht auch, wenn wir von Qualzucht sprechen, noch mal mit reinholen könnten, dass auch Qualzucht ist, wenn die in ganz schlimmen Verhältnissen aufwachsen, die Hunde. Ja, und nicht anständig sozialisiert werden, weil die Hunde, die sollen später, die kommen in Städte, die sollen zurechtkommen, Autos, Radlfahrer, andere Hunde, groß, klein, alle möglichen Rassen, auf die treffen die Kinder, alles, mit allem sollen sie zurechtkommen und im Idealfall sollen sie brav und lieb sein. Und dann kommen die aus ganz schlimmen Verhältnissen. Das geht auch nicht. Und ich finde auch, dass die Menschen hier, auch Appell an die Menschen da draußen, macht euch Gedanken, weil oftmals ist das dann so das Argument, dass die Leute sagen, auch in der Hundeschule haben wir es. Und wenn du dann fragst, warum dieser Hund und woher? Ja, weil das war so arm, ich konnte den dort nicht lassen. Ja, das ist halt, damit befeuert man halt diese ganze Vermehrerindustrie. Ich meine, den Hund, den kannst du da wegholen, aber erstens, also... Du hast ihn ja dann nicht gerettet, wenn dann sofort wieder der nächste nachproduziert wird. Du hast dann eigentlich eher dazu beigetragen, dass sich die ganze Thematik verschlimmert und dass immer mehr solcher Hunde in den Haushalten einziehen. Und ich meine, was vielleicht immer auch so, was kann der einzelne Mensch tun? Und ich finde immer wichtig, auch zu sehen, ich möchte gerne, also ich habe immer Hunde aus dem Tierschutz gehabt, das heißt, ich habe mir halt mich mit dem Tierheim beschäftigt etc. und die Hunde kennengelernt und Gassi geführt, pipapo. Aber wenn ich jetzt einen Welpen holen würde, dann würde ich persönlich schon wissen, auf was ich da achte. Ich möchte den Züchter kennenlernen, abgesehen von den Papieren, möchte ich bitte sehen, also da gibt es lustige Geschichten, weißt du, da werden dir dann Hunde am Zaun so präsentiert und wenn du fragst, wo sind die Elterntiere, dann sagen die, du, es regnet, die können wir nicht rausholen. Du, ich will bitte, die sollten doch die Elterntiere sich anschauen, die Leute, und die sollten anschauen, was macht der Züchter so, ja? Was sagst du dazu oder was kann man da noch tun? Ich fände es schon mal wichtig, bevor man einen Termin mit dem Züchter ausmacht, sollte man sich Gedanken darüber machen, was möchte ich für einen Hund haben? Was passt zu mir in meinem Alltag? Welcher Hund könnte zu mir passen? Und auch, was ist gesund? Also alle Körperproportionen, die extrem stark von dem eines Wolfes abweichen,
sollte uns eigentlich der Hausverstand schon sagen, das kann kein gesunder Hund sein. Und das bedeutet halt eben nicht nur, dass die Schnauze weggezüchtet wurde, sondern es kann auch bedeuten, dass die Ohren so gezüchtet wurden, dass der Hund sie gar nicht mehr frei bewegen kann, vor lauter Fell zum Beispiel auch. Das passiert auch oft. Wir haben Hunde, die gar keine Rute haben. Wir haben Hunde, die eine dauerhaft eingekringelt, nach unten eingekringelte Rute haben oder nach oben. Oder ja, und ich meine, Augen, Ohren, Rute, Schnauzenmimik, das ist so wichtig für den Hund. So kommuniziert der Hund mit uns und mit anderen Hunden. Und alles, was da ja, weit vom Wolf abweicht, ist teilweise einfach nicht mehr vernünftig dazu geeignet, zu kommunizieren. Auch darüber sollte man sich Gedanken machen, über das Ausdrucksverhalten des Hundes. Kann mein Hund sich mit den körperlichen Anlagen, die er hat, ausdrücken? Und weil du Verhalten ansprichst und ich das andere vorher angesprochen habe, ich denke auch, es ist dann eben wichtig, wenn du die Elterntiere anschauen kannst, auch in puncto Verhalten, ja, wie sind denn die Elterntiere überhaupt drauf, ja? Und ich meine, es gibt tolle Züchter in Österreich, in Deutschland. Es gibt tolle Züchter. Es gibt aber halt auch Züchter mit einer Zuchterlaubnis, die genau was tun, was nicht dem entspricht, was wir brauchen. Ja? Und da denke ich auch, darf man, oder ich, mein Appell ist auf jeden Fall, den Menschen auch zu sagen, wenn ihr schon zum, oder wenn ihr zum Züchter geht, dann sucht euch einen Anständigen raus und schaut an, was macht der, stellt Fragen, schaut euch die Elterntiere an, wie die drauf sind, auch, sage ich mal, Übergewicht, zum Beispiel Italien ist so ein Ding, Golden Retriever, da kommen manchmal die Hunde halt, wenn du die Elterntiere ansiehst, die sind übergewichtig. Ich weiß nicht, ob, also dann entstehen, dass sie, das Band läuft ja weiter, ne? Also du musst, schau dir einfach den Zuchtbetrieb an und lass dir nichts am Zaun oder irgendwo zeigen, sondern setz dich nicht auch nur äußerliche Merkmale, auch verhaltenstechnisch. Das ist eigentlich, was ich damit sagen will, weil es auch ein Thema ist. Ja, ja, ich finde es cool, dass du das mit dem Übergewicht halt auch ansprichst, gerade im Zusammenhang mit den Retrievern. Aber naja, es gibt mehr so Rassen, wo wir wissen, die sind anfällig für Übergewicht. Aber sind die Rassen per se anfälliger für Übergewicht oder, also so kann man das eigentlich nicht sagen, weil wir haben eben oft diese goldenen Retriever, wir haben Beagle, die übergewichtig sind, wir haben oft Dackel, die übergewichtig sind. Und da sind wir halt auch schon beim nächsten Problem, also diese Hunde, die werden seit Generationen so gezüchtet, dass sie auch extrem einfach futtergeil sind. Die Hunde sind dann motiviert im Training, ja. Aber ich habe auch schon Dackel gesehen, der kann gar nicht mit anderen Hunden normal kommunizieren beim Spaziergang oder so, der ist immer nur auf Futtersuche. Und das gilt auch für viele Retriever oder eben Beagle. Und ich finde auch, das sollte man in Betracht ziehen, ob es nicht eine Qualzucht ist, wenn man einem Hund sowas anzüchtet, dass er gar nicht mehr normales Verhalten zeigen kann. Also zum Beispiel von einer guten Freundin von mir, die hat einen Dackel, der, wenn zu uns nach Hause kommt, der findet keine Ruhe. Der muss erstmal 20 Minuten lang die ganze Wohnung, jede einzelne Ecke absuchen, ob man da nicht was zu fressen finden kann. Und wenn er das geschafft hat, dann legt er sich vor den Napf und wartet. Und dieser Hund hat in meinen Augen wirklich den ganzen Tag richtig krassen Hunger. Und der hat einen Leidensdruck dadurch. Also wir müssen auch wirklich nicht nur uns auf körperliche Merkmale konzentrieren, sondern wir müssen auch schauen, ja, also wir müssen uns auch Verhaltensweise und Charaktereigenschaften anschauen, die Hunden angezüchtet werden. Und ich meine, weißt du, wenn wir uns unterhalten, wir kommen von eine ins nächste, aber ich glaube, wir haben in dem ersten Expertinnen-Short-Talk mal ein paar essentielle Punkte rausgegriffen. Deiner Meinung nach fehlt noch irgendwas, was wir den Menschen, die uns zuschauen, noch mitgeben wollen? Oder sagen wir, wir setzen uns vielleicht nochmal wann anders zusammen und führen dieses Gespräch fort? Oder hast du ein tolles Schlusswort für uns? Genau. Also ich glaube, wir haben heute schon sehr viele Thematiken angesprochen, die Leute vielleicht so in der Form auch noch nicht gehört haben. Und ich fände es super interessant, wenn man das im Rahmen eines anderen Gesprächs nochmal aufgreifen könnte, vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen könnte. Vielleicht kommen ja auch
Fragen zu den Sachen, die wir gehört haben. Und ich möchte einfach nur an die Leute appellieren, wir leben, wie gesagt, im Jahr 2023. Wir haben Internet, man kann sich informieren über Qualzuchten und man muss sich nicht einen kranken Hund kaufen. Und man sollte das auch ja, auf keinen Fall tun. Und es wäre super schön, wenn wir beide im Rahmen so eines Formats halt Aufklärung schaffen können. Genau, und ich hoffe, das haben wir geschafft somit. Super, sehr cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall, liebe Rebecca, dass du heute mit dabei gewesen bist beim ersten Expertin-Short Talk. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich auch drauf. Baba. Ciao.